Dokumentation von der Rettung von Geflüchteten oder Flüchtenden, die über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen. Und Sea-Watch macht das per Boot. Die haben eine Flotte sich angelegt oder gekauft und machen das erstmal auf dem Wasser. Und 2017 haben sie diese Flotte aufgestockt und Flugzeuge, setzen jetzt auch Flugzeuge ein. Dazu kann ich auch nur einen anderen Talk empfehlen, der wurde auf dem Kongress in Hamburg, dem letzten in Hamburg gehalten. Auch super spannend und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir quasi auf das letzte Jahr, auf die letzten Jahre nochmal gucken, was sich da alles getan hat. Genau, es sprechen Ruben Neugebauer und Doreen Johann. Und ich würde sagen, einfach viel Spaß mit dem folgenden Vortrag. Und im Anschluss gibt es Q&As. Bitte gerne Fragen stellen. Und jetzt geht's los. Danke. Hallo, ich bin Doreen. Und ich bin Ruben. Wir sind beide von Sea-Watch und wir möchten euch heute einen Einblick in unsere Luftaufklärungsmission geben. Wir möchten euch über den blutigen Deal der EU mit Libyen erzählen und darüber, wie wir Menschenrechtsverletzungen aufdecken und Frontex und Co. hacken können. Ja, Sea-Watch, das ist eine zivile Seenotrettungsorganisation, die sich im Prinzip seit 2015 für Grenzsicherheit einsetzt. Uns geht es eben darum, dass an der europäischen Außengrenze niemand stirbt, und dass alle, die aus welchen Gründen auch immer die Flucht über das Mittelmeer antreten müssen, eben sicher in Europa ankommen. Weil tatsächlich ist die europäische Außengrenze alles andere als sicher. Es ist im Gegenteil die tödlichste Grenze der Welt, weil die Europäische Union eben alles tut, um sichere und legale Wege in die Europäische Union zu verweigern und dadurch eben da sehr viele Menschen ums Leben kommen. Und deswegen haben wir mit Sea-Watch halt im ersten Schritt da Rettungsschiffe hingeschickt. Wir hatten ursprünglich gedacht, es würde reichen, mit einem kleinen Schiff erste Hilfe zu leisten und die Situation öffentlich zu machen. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, dass es damals sehr wenige Bilder und Informationen darüber gab, was im zentralen Mittelmeer eigentlich abgeht. Wir dachten, wenn wir zeigen, was dort passiert, müssten die Staaten helfen, weil es ja eigentlich Aufgabe der EU ist, dafür zu sorgen, dass die Grenzen sicher sind und dass dort niemand sterben muss, weil sichere und legale Wege verweigert werden. Und dass Menschen natürlich aus Seenot gerettet werden müssen. Leider sind wir damit, wie man hier sieht, recht schnell an unsere eigenen Grenzen gestoßen. Ja, wir haben deswegen in größere Schiffe investiert, mit denen wir die Menschen, die wir an der europäischen Außengrenze aus Seenot gerettet haben, eben auch direkt in europäische Häfen in Sicherheit bringen konnten. Und da hat sich dann ganz deutlich gezeigt, dass es der Europäischen Union eigentlich überhaupt nicht um Grenzsicherheit geht. Ganz im Gegenteil, die haben uns immer wieder Steine in den Weg gelegt, weil es denen eben eigentlich nicht darum geht, ihre Grenze möglichst sicher zu machen, sondern denen geht es eigentlich nur darum, dass möglichst wenig Menschen in der Europäischen Union ankommen, dass also Menschen auf der Flucht lieber ertrinken sollen, als dass sie lebendig in europäischen Häfen ankommen. Die EU hat dafür sogar eine eigene Agentur gegründet, deren Hauptaufgabe es ist, die Grenzen möglichst unsicher und gefährlich zu halten. Die schrecken dabei, wie wir im Folgenden zeigen werden, noch nicht einmal davor zurück, massivste Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Das Budget, das Frontex dafür zur Verfügung steht, wurde in den letzten Jahren mehrfach vervielfacht und für 2021 stehen der Agentur sogar 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, ein Vergleich, wir könnten mit dieser Summe etwa 500 Rettungsschiffe betreiben. Es geht aber nicht nur um Frontex. Hinzu kommen Militärmissionen wie EUNAVFOR MED und einige nationale Behörden, die ebenfalls alles in ihrer Macht Stehende tun, niemanden in Europa ankommen zu lassen. Irgendwie werden wir das Gefühl auch nicht los, dass Frontex und Co. eigentlich gar nicht wollen, dass die Grenzen sicherer sind, dass es Frontex und Co. keineswegs darum geht, Menschenleben zu retten, so wie sie es auf Twitter gerne mal behaupten. Und vor allem lässt sich Frontex nicht gerne in ihre Karten schauen. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die Frontex noch mehr fürchtet, als dass Flüchtende in Booten Europa erreichen, nämlich Transparenz. Ja, und an der Stelle gehen Grüße raus an unsere Freundinnen von Frag den Staat, die derzeit von Frontex genau deswegen verklagt werden. Die haben nämlich einfach mal ganz dreist gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Frontex zahlreiche Schiffe und Flugzeuge zur Verfügung hat, die aber total selten dann tatsächlich Flüchtende aus Seenot retten. Die haben also nachgefragt, was für Assets die Europäische Union mit Frontex wann und wo da auf dem zentralen Mittelmeer einsetzt und um zu gucken, ob die vielleicht bei Seenotfällen unterlassene Hilfeleistung begangen haben.
Frontex hat darauf ziemlich empfindlich reagiert. Die haben nicht nur die Auskunft verweigert, sondern die haben Arne und Luisa auch noch eine fette Rechnung über fast 24.000 Euro Anwaltskosten geschickt. Weil man sie einschüchtern möchte, weil man eben nicht transparent sein möchte über die Machenschaften, die sie da auf dem zentralsten Mittelmeer an den Tag legen. Und deswegen gibt es natürlich unsere vollste Solidarität mit Frag den Staat, damit die sich weiter mit Frontex und Co. anlegen können. Frontex und auch alle anderen involvierten Verbrecherbanden, wie beispielsweise die maltesische Seenotrettungsleitstelle, haben allen Grund zu schweigen. Denn vieles von dem, was die European Border and Coast Guard Agency, wie Frontex mittlerweile offiziell heißt, und andere Involvierte tun, ist hochgradig illegal. Warum? Wir erinnern uns, dass es Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts ein paar Ereignisse in Europa gab, in deren Folge man sich aus sehr, sehr gutem Grund international auf ein paar Absprachen und Abkommen geeinigt hat, damit solche Dinge nicht wieder vorkommen. Das sind beispielsweise die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Ja, und in Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geht es zum Beispiel um die Freizügigkeit. Da heißt es, dass sich jeder frei bewegen darf, dass jeder das Recht hat, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen und jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen. Außerdem gibt es in der Genfer Flüchtlingskonvention das sogenannte Refoulement-Verbot. Darin ist geregelt, dass keiner der vertragsschließenden Staaten eine flüchtende Person auf irgendeine Art und Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen darf, in denen sein Leben oder seine Freiheit aufgrund von Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen bedroht sein würde. Ja, und dann gibt es noch das internationale Seerecht, SOLAS, das Abkommen über die Safety of Life at Sea. Und darin heißt es halt ganz klar, dass Schiffe, die Menschen aus Seenot retten, diese an einen sicheren Ort bringen müssen, und zwar umgehend. Und naja, das Bürgerkriegsland Libyen fällt da natürlich raus. Diese Regeln, auf die man sich, wie wir gerade eben erwähnt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg aus gutem Grund geeinigt hat, stellen für die Schergen von Frontex und Co. ein großes Problem dar, weil da eigentlich klipp und klar geregelt ist, dass man Menschen, die man im zentralen Mittelmeer aus Seenot rettet, nicht einfach nach Libyen zurückbringen darf, sondern dass man sie an einen sicheren Ort bringen muss, was nur in Europa sein kann. Frontex will aber genau das Gegenteil. Die italienische Küstenwache hatte auch 2019 versucht, Menschen nach Libyen zurückzubringen und wurde im Hirsi-Fall vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof verurteilt und musste Schadensersatz zahlen, weil man eben Menschen nicht einfach zurückweisen darf. Deshalb hat sich Frontex einen ziemlich miesen Trick überlegt, und zwar haben sie die Drecksarbeit einfach outgesourced. Ja, hier sieht man das zentrale Mittelmeer, also da östlich und westlich von Tripoli fahren die meisten Boote eben los und geraten dann früher oder später, meist eher früher, in Seenot. Teilweise schaffen sie es aber auch tatsächlich alleine, bis nach Europa zu fahren. Und davor haben Frontex und Co. natürlich Schiss. Aber auch wenn die in Seenot geraten, ist es ja so, dass wenn die Schiffe jetzt die retten würden, dann müssen die auch nach Europa bringen. Und das wollen die eben um jeden Preis vermeiden, auch um den Preis von eben Menschenrechten und schlimmstenfalls dann Menschenleben. Und deswegen haben sie sich halt zusammengetan mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Also die wollen sozusagen die Menschen nicht mehr selber zurück nach Libyen bringen, weil halt völlig klar ist seit 2009, dass man dafür dann verurteilt wird vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und deswegen haben sie da jetzt sich einfach die sogenannte libysche Küstenwache für rangeholt. Und die Europäische Union selber, die schickt nur noch Flugzeuge dorthin. Also sie schickt gar keine Schiffe mehr, sondern eben stattdessen Flugzeuge, die eben selbst nicht die Leute retten können, die nicht aufnehmen können, sondern die eben nur dann die Informationen weitergeben an die sogenannte libysche Küstenwache. Und die geben die auch exklusiv nur an die sogenannte libysche Küstenwache weiter, um eben sicherzustellen, dass die dann völkerrechtswidrigerweise zurückgebracht werden. Also eigentlich macht Frontex genau das Gleiche, sie haben die Drecksarbeit nur outgesourced. Die sogenannte libysche Küstenwache ist letztlich auch nur ein Verbund irgendwelcher Milizen aus Libyen, die von den europäischen Staaten sowohl Ausrüstung als auch Schiffe zur Verfügung gestellt bekommen haben, um für die EU und Frontex die Drecksarbeit zu machen. Und am laufenden Band mit direkter Unterstützung von Frontex und anderen europäischen Akteurinnen massivste Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Das konnten wir mit unserer zivilen Luftaufklärungsmission gemeinsam mit unseren Freunden und Freundinnen von beispielsweise vom Alarmfon beweisen und dokumentieren. Ja, als wir unsere zivile Luftaufklärungsmission 2016 mit diesem Ultraleichtflugzeug gestartet haben, da war das noch ein bisschen anders. Da war es tatsächlich so, dass wir überwiegend Seenotfälle gesucht haben, die wir dann gemeinsam mit
den zahlreichen damals vorhandenen zivilen Rettungsschiffen, aber eben auch mit der italienischen Küstenwache gemeinsam koordiniert haben. Damals war es auch noch so, dass die italienische Küstenwache und die italienische Rettungsleitstelle ganz proaktiv zivile Rettungsorganisationen informiert hat, dass die eben ja tatsächlich alles getan haben, um möglichst schnell für Rettung zu sorgen, um Seenotfälle möglichst schnell zu beenden, damit da eben möglichst wenig Leben verloren werden. Das hat sich leider seither drastisch verändert. Heute ist die Situation so, dass es quasi keine staatlichen Rettungsschiffe mehr im zentralen Mittelmeer gibt und dass die zivile Seenotrettung, insbesondere von Malta und Italien, immer wieder behindert wird, wo es nur geht. Und selbst wenn es dann mal wieder allen Schikanen zum Trotz ein ziviles Rettungsschiff ins zentrale Mittelmeer geschafft hat, dann werden denen eben Informationen verweigert. Frontex und Co. tun eben nicht alles, um einen Seenotfall zeitnah zu beenden, so wie es das internationale Seerecht vorsieht, sondern sie tun alles, um zu verhindern, dass diese Menschen Europa erreichen und nehmen dafür in Kauf, dass Menschen ertrinken, obwohl Rettung möglich wäre. Etwa indem sie Informationen über Seenotfälle ganz bewusst geheim halten und die sogenannte libysche Küstenwache als einziges Rettungsmittel informieren, auch wenn andere Rettungsschiffe vor Ort wären und retten könnten. Frontex und die Militärmissionen EUNAVFOR MED in Komplizenschaft mit den Rettungsleitstellen in Malta und Italien, die möchten das zentrale Mittelmeer zu einer menschenrechtsfreien Zone machen, zu einer Blackbox, in der keiner mitbekommt, was da passiert und ihre Machenschaften aufdeckt. Deswegen spielt unsere Luftaufklärungsmission, die wir gemeinsam mit der Schweizer NGO Humanitarian Pilots Initiative betreiben, für unsere Arbeit eine immer wichtigere Rolle. Zum einen, weil wir nur so oder auch über die zivile Notrufnummer des Alarmfonds Informationen über Seenotfälle erhalten, weil europäische und libysche Behörden lieber Menschen ertrinken lassen, als Informationen über Seenotfälle zeitnah mit zivilen Rettungsorganisationen zu teilen, sodass effektiv Hilfe geleistet werden könnte. Zum anderen aber auch, weil es die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen von Seiten europäischer staatlicher Akteure zu dokumentieren gilt. Ja, mit unseren Rettungsschiffen und der Unterstützung von unseren Freundinnen von Alarmfon und unserer zivilen Luftaufklärungsmission haben wir es deswegen immer wieder geschafft, das perfide Rückführungssystem von Frontex und Co. zu hacken. Wir haben es immer wieder geschafft, schneller zu sein als die Handlanger der Europäischen Union von der sogenannten libyschen Küstenwache und konnten somit eben allein dieses Jahr mehreren hundert Menschen dabei helfen, sicher in Europa anzukommen. Und genau aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der Humanitarian Pilots Initiative technisch und personell aufgerüstet und sind jetzt mit 2 Flugzeugen im Wechsel im Einsatz. Das hat auch den Grund, dass unseren Bemühungen, Menschenrechtsverletzungen aufzudecken, insbesondere Italien und Malta missfallen und sie uns deshalb immer wieder mit fadenscheinigen Argumenten die Starterlaubnis entziehen. Mit Seabird haben wir nun jedoch ein etwas größeres Flugzeug mit mehr Reichweite, sodass wir notfalls auch aus anderen Ländern in Europa operieren können, um zu verhindern, dass das Mittelmeer zu einer menschenrechtsfreien Zone wird. Ja, und gemeinsam mit unseren großartigen Kollegen von Mediterrania, Borderline Europe und auch dem Alarmfon, die wirklich unzählige Stunden investiert haben und großartige Arbeit geleistet haben, um das alles mal so ein bisschen verständlich aufzudröseln, was da alles passiert, haben wir aus verschiedenen Fällen, die wir dokumentiert haben, einen Report erstellt, der das ganze Ausmaß des blutigen Deals von der Europäischen Union mit Libyen aufzeigt. Den findet ihr auch auf dieser Website, guckt euch das gerne nochmal an. 3 dieser Fälle möchten wir euch nun beispielhaft zeigen. Ihr könnt aber auch auf der Website nochmal genauer nachlesen. Dort gibt es jede Menge Hintergrundinformationen und Details und dort wird auch erklärt, was das juristisch genau bedeutet, was im zentralen Mittelmeer eigentlich passiert. Ja, im ersten Fall geht es um einen ganz klaren Fall unterlassener Hilfeleistung, bei dem ein italienisches Kriegsschiff einfach von einem Seenotfall abhaut, obwohl da bereits Leute im Wasser sind. Also das ist wirklich hochgradig kriminell und strafrechtlich relevant, was die da machen, weil die eben ja einfach abhauen, obwohl da gerade akut Leute ertrinken. Das ist also so, dass da ganz offensichtlich ist, dass denen die Menschenleben völlig egal sind. Denen geht es nur darum, dass die Leute halt lieber ertrinken, als dass sie in Europa ankommen. Und deswegen sorgen sie eben dafür, dass sie da nicht helfen, sondern auf die sogenannte libysche Küstenwache warten, die dann zumindest einen Teil dieser Menschen noch retten kann. Das ist also ein Riesenskandal, der da passiert ist. Was ihr in dem Video zudem sehen könnt, ist, wie unsere Crew arbeitet, also was am Flugzeug passiert und wie eben auch die Bodencrew dann versucht, Druck auf die europäischen Behörden auszuüben, damit in diesem Fall eben doch auch von den europäischen Assets gehandelt wird.
Relay. Mayday, relay. Boat in distress. Boat not moving anymore. Taking in water. Tubes are deflated. Persons are in imminent danger to life. Immediate assistance is required. Over. Good afternoon, sir. This is Air Liaison Officer for Calibri speaking. Yes, good afternoon. I've just sent you an email on behalf of Distress Case 09. Did you copy the position and did you copy that people are in the water, the tubes are totally deflated, the boat is no longer moving and people are holding on to the tubes? Did you get that message? No, I haven't received this message. Please repeat me. Okay. Situation. Yes. There is a rubber boat. Yeah, I know that there is a rubber boat, but what is the news? The tubes are totally deflated. Our aircraft has sent a Mayday relay on behalf of this rubber boat. And the next vessel in the vicinity of this distress case is Italian military vessel P492, Comandante Bettica. Do you have any communication means with this? Can you call me? No, madam. Please, send me again the email, please, okay? Okay, perfect. Thank you so much. Thank you, goodbye. Relay. Italian warship, Papa 492, please answer the radio. Answer the radio. Over. Italian warship, we sent out a Mayday relay. You are the closest vessel in the vicinity to this distress case. You are actively heading away from this distress case. You are bound by international law to assist people in emergency. Please change your course and answer the radio. Over. Italian warship. We are very close, less than 30 miles away from the distress case and heading actively away from it. You are responsible for deaths which occur out of this situation. This is Italian Navy warship Papa 492, Libyan patrol vessel, is heading to the scene of action to rescue people. In few minutes, this unit will have a helo in flight to support the Libyan patrol vessel during the rescue operation. Italian warship Papa 492, I copied. Libyan Coast Guard is approaching the distress case and you will launch a helicopter to assist Libyan Coast Guard.
Im zweiten Fall geht es darum, dass ein Seenotfall gesichtet wird, sich aber alle staatlichen Stellen weigern, diesen zu koordinieren und Handelsschiffe, die sich ebenfalls in der Nähe befinden, zu informieren und mit der Rettung zu beauftragen, obwohl die sogenannte libysche Küstenwache nicht erreichbar ist. Die Rettungsleitstellen verstoßen damit ganz, ganz klar gegen internationales Recht und gegen ihre Pflicht, nämlich alles zu tun, um Rettungen schnellstmöglich zu gewährleisten. Emergency room duty officer speaking. Good morning. Good morning, sir. This is Air Liaison Officer for Moonbird speaking. And I wanted to ask if you have any open cases that you might need assistance with. At the moment, there is one case under the coordination of Libyan authority. Do you know if the Libyan Coast Guard is active with the current war in Tripoli? Can they send any help? At the moment, I don't have this information. I repeat, we are in contact. We are still waiting another call from them. Okay. And that's it. Thank you a lot. Thank you. Goodbye. Bye-bye. We have a distress case. Boat in distress. I'm sorry, you speak English. Anyone who speaks English? Is there anyone who speaks English? Calling the number you received from Rome. No reply. Calling the official MRCC number. Apparently busy. Calling Tripoli Port Authority. And not functioning. Trying once again, Tripoli Port Authority. Not possible to inform JRCC Libya about the distress case that Moonbird has just spotted. Mayday Relay, this is Bird, Hotel Bravo, Kilo Mike Mike. Boat in distress. Boat with 20 people on board, drifting, no engine, boat taking in water. Bodenkontakt für das Flugzeug, das Suchflugzeug von Sea-Watch. Und wir haben einen Seenotfall. Genau, und diese Geschichte stellen wir auch rüber. Ja, wir erreichen halt niemanden in Libyen. Wir suchen. Ja, das ist klar, dass sie niemanden in Libyen erreichen. Wenn der Bürgerkrieg ist, dann hat man leider das Problem. Ne? Good evening, the officer speaking at MRCC Rome. Good afternoon, sir. This is an officer from Moonbird speaking. Yes. And we wanted to know from you if you have any new information for us. Please be aware that on area there is at least another air asset. It should be a new uniformed air asset. The air asset is
works for military organizations, so I don't know the reason for which he's there. Oh, okay. I'm just telling you, I repeat, for safety reason, that there is an error set. Okay, but you didn't inform Final Format as MRCC. Everyone is aware about the situation, but as you should know, Libya is very far from our station, so for MRCC, for Italian radio station, it's not possible to reach that distance from Italian coast. So other MRCC are involved in this case, are informed, and are broadcasting the information. On behalf of the Libyan authority, an update was broadcast. Ja, und im dritten Fall geht es dann eben genau das, was wir vorhin schon beschrieben haben, nämlich dass europäische Autoritäten ganz aktiv mit der libyschen Küstenwache gemeinsam einen Fall koordinieren, die Leute zurückweisen und eben nicht andere Kräfte, die da auch noch vor Ort wären, informieren. Da ist nämlich das Rettungsschiff die Mare Jonio auch vor Ort, die eben die Rettung völkerrechtskonform durchführen hätte können. Die waren sogar näher dran an dem Seenotfall als die libysche Küstenwache, aber die Europäische Union hat denen eben die Informationen darüber verweigert und das ist eben kriminell. MRCC Rondi's officer speaking. I wanted to know if you are operating because of the Zahr case. The Libyan Coast Guard is involved in some cases. How are you in contact with them? Yes, we are in contact and we are informed about that the situation is under control. I just wanted to know because I think there's another aircraft involved in the area and I wanted to let you know that we are... Yes, I'm touched that your airplane is in area. Good, thank you. Thank you, madam. Bye. We know that there's a case
in the Libyan search and rescue zone coordinated by MRCC Rome. Yeah, it's a right rubber boat, engine running. Our routing is passing the position of Seagull 19er. Colibri, Colibri, that's Seagull 19er, 131.9. Am I assuming correctly as on scene command of this case? Over. More or less, yeah. To whom have you reported this target? Over. Colibri, unfortunately, it's Colibri International I can't tell you. Can you confirm to me that you are coordinating directly with Libyan patrol boats, Colibri? Yes, sir. I don't know if you have knowledge of a SAR case, which is close to the Maltese SAR zone, because there's also an armed forces of Malta aircraft operating on scene. We are aware, we are aware. Okay, but you have your aircraft monitoring the case, yes, right? So yes, they yes. Enter your SAR zone. Yeah. We are helping the coordinations by the Libyan co-workers. I just wanted to ask if you have any information for me about the rescue. Ma'am, I'm being informed that both cases, both targets, are rescued by the Libyan Coast Guards. So it's confirmed that your aircraft saw the rescue? Yes, exactly. Yes. Okay. Bye-bye. Wenn man diesen ganzen Mist so mitbekommt, wie dreist Frontex und Co. internationales Recht immer wieder brechen, dann ist es oft sehr frustrierend. Demgegenüber stehen aber genauso hunderte Menschen, die mit Hilfe vom Alarmphone und den zivilen Seenotrettungsorganisationen inklusive unserer Luftaufklärungsmission in Europa ankommen konnten. Immer häufiger klappt es übrigens auch, Handelsschiffe zu überzeugen, Menschenleben zu retten und diese Menschen nach Europa zu bringen. Das ist ein bisschen traurig, so etwas als Erfolg zu verzeichnen, da es eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber immerhin gibt es ein paar Stellen, an denen wir es schaffen, dieses perfide System von Frontex und Co. zu hacken. Ja, und der Druck auf Frontex und Co. wird zurzeit auch immer größer. Auch in der Ägäis wurden kürzlich massive Menschenrechtsverletzungen durch Frontex aufgedeckt.
durch den Spiegel und Bellingcat ist das öffentlich gemacht worden und bringt Frontex jetzt immer weiter in Bedrängnis. Auch hier im Übrigen wieder mitunter basierend auf Informationen von unseren Freundinnen vom Alarmfonds. Der Frontex-Chef Lügen-Legeri, der lügt zwar weiter, dass sich die Balken biegen und streitet alles ab, aber das kauft ihm in der Zivilgesellschaft eigentlich längst keiner mehr ab. Das ist bei all dem auch was Positives und daran wollen wir anknüpfen, so lange bis Frontex ersatzlos abgeschafft ist, bis an der europäischen Außengrenze niemand mehr sein Leben riskieren muss und alle ihr Grundrecht auf Bewegungsfreiheit wahrnehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir sind wieder zurück im Studio. Ich bedanke mich schon mal für den Vortrag. Mega spannend, leider auch, ja, liegt noch ein bisschen schwer im Magen. Und es ist noch einiges an Fragen zusammengekommen. Und ich begrüße dazu jetzt gerade im Chat die Neske. Hallo erstmal. Das Flugprogramm mitgestartet oder betreust das jetzt. Möchtest du einfach noch mal ganz kurz selber sagen, welche Position du bei Sea-Watch hast? Ja, klar. Ich mache momentan eigentlich hauptsächlich die Einsatzleitung von unserer Luftaufklärungsmission eben. Das heißt, ich sitze dabei eigentlich hier so an meinem Schreibtisch und stelle irgendwie sicher, dass alle wissen, was sie wissen müssen während einer Mission, aber auch grundsätzlich. Da geht es dann auch irgendwie um die Planung, welches Flugzeug geht wann in Einsatz mit unserer Partnerorganisation HPI. Genau, also so koordinierende Tätigkeiten und bin meistens nur noch am Schreibtisch. Früher bin ich selbst viel auch mitgeflogen als Tactical Coordinator an Bord. Ja, wir haben jetzt einiges an Fragen zusammengetragen. Ich würde sogar gleich mal in ein bisschen was Technisches gehen, weil du selber gesagt hast, dass du auch mitgeflogen bist. Und zwar kam aus dem Internet die Frage, ob es möglich wäre, in die Flugzeuge selber noch sowas wie so Rettungsinseln mitzunehmen. Mhm. Also vielleicht, um die dann abzuwerfen, vielleicht sogar quasi noch aktiver in die Seenotrettung noch reinzugehen. Wie ist denn das mit den Flugzeugen selber? Ja. Mit unserem Flugzeug Moonbird, das wir seit über 3 Jahren ja operieren, ist es leider nicht möglich. Moonbird hat nicht die technische Ausstattung quasi, keine Tür, aus der man das so rauswerfen könnte während des Fluges. Mit dem neuen Flugzeug Seabird wäre das in der Theorie möglich. Da kann man so eine Sliding Door einbauen. Allerdings ist das wirklich super, super kompliziert. Da man sehr viel falsch machen kann einfach in solchen Momenten. Die Präzision von einem Flugzeug etwas abzuwerfen, was halt mit 120 Knoten fliegt, ist verrückt. Also das erfordert wahnsinnig viel Training, um dann nicht die Menschen eher zu gefährden. Mhm. Und dann kommt hinzu, selbst wenn man das so präzise abwerfen könnte und das trainiert werden würde, ist das Problem bei Rettungsinselabwurf, dass das nur in den aller äußersten Notfällen wirklich Sinn macht, weil ansonsten es eher zu Panik führt und eher, wenn so ein Boot eigentlich noch stabil ist, aber zum Beispiel seit Stunden oder auch Tagen da am Treiben ist, dass es so eine falsche Hoffnung erweckt, dass das jetzt irgendwie Sicherheit geben würde. Und die Rettungsinseln sind insofern stabiler, als dass die jetzt in einem Sturm zum Beispiel weniger leicht kentern und als so ein Holzboot vielleicht, auf dem die Leute sitzen. Aber es ist nicht, also auch da ist am Ende keine wirkliche Sicherheit gegeben. Und dann löst es eher so eine Panik aus, von dem einen Boot runterzuspringen, in die Rettungsinsel rein hinzuschwimmen. Sodass es wirklich auch vom Militär, die das prinzipiell können, sehr, sehr selten genutzt wurde in den letzten Jahren. Ja? Und auch eigentlich oft nur in Kombination dann, wenn Schiffe auf dem Weg auch waren. Ja, das ist leider so, dass das wirklich, wirklich schwierig ist, für uns auch zu hinzukommen, dann so Lizenzen, Genehmigungen dafür quasi, sodass wir das bisher leider noch nicht mit einbeziehen konnten, irgendwie in unser operationelles Konzept, auch wenn diese Momente extrem schwer sind, natürlich nichts machen zu können, sondern eben nur zuzugucken von oben. Ja, ich glaube, das ist auch in dem Vortrag recht deutlich geworden, dass es dann, man manchmal dem zugucken muss und das eben, ja, eigentlich nicht sein darf. Eine andere Frage ist, wie weit darf denn die libysche Küstenwache überhaupt fahren? Gibt es da irgendwann ein Ende des Zuständigkeitsbereiches? Wird das übertreten? Wird das eingehalten? Also es gibt ja die ganze Welt ist in sogenannte Search and Rescue Zones eingeteilt, also SAR-Zonen.
Und da gibt es eben das Gebiet vor der libyschen Küste, das vor zweieinhalb Jahren wieder an die Libyer zurückgegeben wurde. Das war vorher de facto übernommen worden von den Italienern nach 2011, nach dem Fall der Regierung in Libyen. Eigentlich sind sie damit also zuständig für diesen Bereich nördlich der libyschen Küste. Dort, das ist das Gebiet, in dem sie halt Rettung koordinieren müssen und initiieren müssen. Und dann kommt darüber die maltesische und die italienische Zone weiter nördlich. Und da sind sie nicht mehr zuständig. Das heißt, eigentlich sollten sie da nicht operieren, außer sie werden angefragt. Das Ganze ist allerdings, also die Libyer schaffen es nicht, ihre eigene Zone überhaupt abzudecken, vernünftig. Hinzu kommt, dass wir zwar über die Jahre jetzt eine Veränderung in ihrem operationellen Verhalten schon sehen. Also da wurde ja wahnsinnig viel Geld von der EU reingepumpt mit Trainings noch und nöcher und wieder ein neues Schiff und wieder ein neues Schiff. Und es ist, man sieht schon eine Veränderung. Es werden nicht mehr, zumindest nicht, wenn wir dabei sind, sind nicht mehr solche krassen Szenen zu beobachten, wie das früher der Fall war, dass irgendwie auf Menschen auch geschossen wurde zur Crowd Control oder so. Nichtsdestotrotz sind sie eigentlich eben nicht in der Lage. Auch ihre sogenannte Rettungsleitstelle ist auch eben nicht besetzt, ist nicht 24/7 available. Die Menschen sprechen meist kein Englisch, die dort arbeiten. Das heißt, für so eine internationale Seenotrettungsleitstelle völligst nicht geeignet. Und insofern schaffen es die Libyer eben auch nicht, ihr eigenes Gebiet überhaupt abzudecken. Ist das auch der Grund, warum ihr das immer als sogenannte Küstenwache bezeichnet? Ja, genau. Also das ist Teil des Grundes. Das sind Milizen, verschiedene Milizen, die halt unter dem Deckmantel oder Namen libysche Küstenwache und Navy geführt werden. Aber da gibt es auch Riesenunterschiede eben in den Einheiten, je nachdem, wer welches von den Schiffen da operiert, in ihrer, ich sag mal, Professionalität, positiv ausgedrückt. Wenn du es jetzt Miliz nennst, ganz sorry für die Unterbrechung, wenn du es Miliz nennst, ist das wirklich so, dass das gar keine offizielle Einheit der Küsten, also nicht Küstenwache, sondern quasi des Militärs oder wie auch immer. Ja. Also Milizen, die einfach wie Söldner angeheuert werden oder wie funktioniert das? Letzteres schon. Es gibt also den Schein nach außen, der wird schon gewahrt. Also es gibt eine offizielle Libyan Coast Guard and Navy. Die haben schicke Embleme und Fahnen und machen immer wieder irgendwie auch Fotos und da gibt es auch irgendwie Leute, die dann zu militärischen Treffen zum Beispiel mit der EU und so gehen. Also das wahrt alles so den Anschein von, das ist eine echte Institution sozusagen. Nichtsdestotrotz stimmt auch das, was du am Ende gesagt hast. Also es sind schon auch Milizen, die da eben angeheuert sind. Und man muss sich einfach auch überlegen, wer ist in dieser Libyan Coast Guard and Navy. Und da wurde ja zum Beispiel dieses Jahr Bija festgenommen, einer der meistgesuchten Verbrecher und Milizenführer quasi in Libyen, der aber die ganz offizielle Einheit in Zawiya, also einer Stadt im Norden Libyens, der libyschen Küstenwache und Navy eben anführt. Und der stand auf der US Sanctions List zum Beispiel. Und dann gab es halt so eine weirde Situation, in der halt irgendwie gleichzeitig der international gesucht ist, und für Kriegsverbrechen irgendwie eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Und auf der anderen Seite gibt es die EU, die gleichzeitig unter anderem seine Einheit der sogenannten libyschen Küstenwache halt finanziert, indem sie ihnen eben Trainings anbieten und ihnen die Schiffe schenken und so weiter und so fort. Das heißt, solche Menschen sind es, die in den Milizen eben agieren. Und als er festgenommen wurde letztendlich, damals wurde er übrigens von der US Sanctions List dann runtergenommen, weil das ein bisschen schwierig war, dass die EU das alles finanziert. Und dann, statt ihn dann irgendwie festzunehmen, wird er quasi von dieser Liste entfernt. Ja. Also quasi freigesprochen oder. Ja.
Okay. Und dieses Jahr ist er dann tatsächlich festgenommen worden in Libyen. Und dann gab es riesen Aufstände dort auch von Milizen, die halt gesagt haben, ihr müsst sofort unseren Anführer wieder freilassen. Also genau, so ganz skurrile Szenen. Und gleichzeitig haben sie dann eben sogar dieses Jahr auch Fotos von ihm gepostet in der offiziellen Uniform und so. Also auf Twitter und Facebook, wo halt die sogenannte libysche Küstenwache so ihre Accounts eben hat und darüber ihre Publicity so macht. Genau, also es gibt so ganz viele Punkte, die für uns einfach dazu führen, dass wir das eben nicht als echte Küstenwache betrachten, weil sie eben auch einfach nur wirklich ja als Türsteher Europas angeheuert sind. Das ist letztendlich das Ding. Sie sollen die Leute weghalten. Sie sind nicht damit beauftragt, wirklich Menschenleben zu retten, sondern eben die Leute davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Und das ist keine Küstenwache, sondern eine Grenzschutzagentur quasi. Und wenn ihr jetzt schon, ihr habt ja eigentlich ganz gut aufgezeigt, wie diese Verstrickungen auch bis quasi in die Europäische Union gehen. Wenn ihr jetzt angenommen, ihr wollt rechtlich gegen bestimmte Sachen vorgehen, an wen adressiert ihr das denn? Ist es dann die Europäische Union oder wenn ihr mit Frontex zu tun habt oder sowas oder wem auch immer, also quasi diese nach außen Verlagerung der Grenzen quasi, ja, gibt es denn Klagen, die bereits laufen? Ist das eine Option für euch? Das ist insgesamt super schwierig, weil zum Beispiel, also einer der Faktoren ist internationales Seegebiet, das heißt, das ist eh ein schwieriger Rechtsraum sozusagen, wer dann da zuständig ist und wen man für irgendwas anklagen kann. Mit Frontex ganz generell ist, habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen in den letzten Monaten und Jahren, dass da immer wieder auch was versucht wurde, an überhaupt mehr Transparenz da reinzubringen. Zuletzt irgendwie von Frag den Staat und von auch selbst EU-Abgeordneten, die da fordern, dass Frontex eben ja sich erklären muss für gewisse Vorfälle, die dokumentiert sind, sowohl von uns als auch aber in der Ägäis zum Beispiel. Und sie sind da absolut resistent. Ja. Also man kommt da super schwierig dran, überhaupt quasi genug Beweismaterial zu haben, dass es irgendwann an diesen Punkt kommen kann, in dem. Und dann ist auch unklar, wie man sich an sie wendet, weil es ja gleichzeitig irgendwie eine EU-Agentur ist, die einen Auftrag hat und die dann auch immer sich wieder darauf zurückziehen und sagen, naja, das ist halt unser Auftrag, die Grenze zu schützen. Und es läuft alles nach Plan und alles nach Protokoll. Und genau, es ist sehr schwierig. Es gibt manche Fälle, und das kommt dann noch hinzu, sodass wir da noch mal schwieriger klagen können als betroffene Menschen. Das heißt, man muss eigentlich Betroffene, die auf den Booten waren und dann halt irgendeinen Vorfall dort passiert ist, die muss man eigentlich, an die muss man rankommen. Dafür müssten die am besten auf europäischem Boden sein. Und die krassesten Dinge, die eigentlich so passieren, sind schon dann mit Booten, die entweder sinken und eigentlich wo kaum jemand überlebt. Das heißt, gibt keine Kläger dann quasi mehr. Oder die Menschen werden halt zurück nach Libyen verschleppt, wo man auch erst recht nicht, wo wir nicht die Chance wirklich haben, an sie ranzukommen. Und dann könnte man halt, aber wenn sie es dann schaffen, wenn sie zum Beispiel nach Italien oder Malta dann doch gerettet werden, dass man dann unterstützt quasi zu klagen. Und das ist eigentlich die beste Chance, da was zu erreichen. Und diese Fälle gibt es aber halt auch richtig selten. Also dass wir es dann schaffen, zu den Leuten Kontakt zu haben. Das ist ja mittlerweile auch alles total strikt durchexerziert, wenn die dann auf Lampedusa ankommen, da gibt es überhaupt nicht wirklich die Kontaktpunkte, sondern die werden dann direkt in Wagen gebracht und mit den Wagen in den Hotspots, also das Lager da gefahren. Und das ist ein abgeschlossener Bereich und gefängnismäßig quasi. Und dann werden sie irgendwann von Lampedusa weitergebracht in andere Regionen in Italien. Also überhaupt das zu verfolgen und den Kontakt zu den Menschen zu kriegen, ist wahnsinnig schwierig. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich, also wir versuchen es, wir sammeln eben weiterhin mit der Luftaufklärung, aber auch in Kooperation mit den anderen NGOs, wenn die mit den Schiffen zum Beispiel was finden oder wenn das Alarmfon krasse Fälle hat, dann versuchen wir eben da genug für hoffentlich mal so einen Fall zu sammeln, um damit dann
vermutlich einem europäischen Gerichtshof was zu machen, außer es ist ein spezifischer Fall mit Italien und Malta. Also genau, es ist eine schwierige Sache und deswegen ist es erstmal unsere Aufgabe, einfach das publik zu machen und dafür zu sorgen, dass Leute es mitkriegen und dass es eben nicht so eine Blackbox ist, die das Mittelmeer einfach geworden ist und dezidiert so von Frontex eben vor allem so umgesetzt wird, dass man eigentlich gar nichts mitkriegt. Und deswegen ist unsere Aufgabe eben da erstmal ein bisschen Licht in die Dunkelheit reinzukriegen und Gesellschaft mitzuteilen, was da eigentlich passiert. Cool, ich hoffe, dass wir mit dieser Plattform oder diesem Vortrag auch noch mehr Leute erreichen können. So als letzte Frage nochmal, wie können euch denn Leute unterstützen? Wie kann man euch erreichen? Wie kann man, also das Video wird ja auf MediaCCC später noch zu sehen sein. Ich hoffe, dass sich auch noch viel mehr Leute angucken. Wie erreicht man euch direkt? Ja, ich meine, dass unsere E-Mail-Adressen hier mit dabei sein müssten. Auf jeden Fall könnt ihr euch immer auch an info@seawatch.org wenden oder auf der Website seht ihr auch nochmal Kontaktmöglichkeiten. Und ich meine auch von Ruben Doreen und mir jetzt hier. Sonst könnten wir das vielleicht noch nachreichen. Es wäre wahnsinnig toll. Wir brauchen am laufenden Band Leute, die eben als AktivistInnen sich auch einbringen wollen. Gerade auch im Bereich irgendwie von technischer und IT-Unterstützung auch immer gerne. Also falls da gerade von euch hier welche zuhören, das ist wahnsinnig wichtig und gerade auch nochmal mit dem, was ich am Ende gesagt habe, mit Frontex, also was aufgefahren wird, damit wir nichts mehr mitbekommen. Da kann man dem ja auch was entgegensetzen und da ist eben viel IT und Menschen mit sehr technisch versiert gefragt. Von daher, wenn ihr Bock habt, meldet euch gerne, aber auch für jegliche andere Aufgaben innerhalb unserer Luftaufklärung, aber auch Schiffsmission. So, wir freuen uns und wir brauchen einfach Menschen, die das weitertragen und mit supporten und eben auch mit ihrer Zeit und Energie irgendwie da weiter für kämpfen. Ich habe mich eigentlich nur noch mal schnell bedankt, weil ich sowohl euren Beitrag als auch diese Session super spannend fand. Danke an Sea-Watch, danke an eure Arbeit. Danke euch an den Kongress. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause und dann geht's auf die Bühne weiter. Dir sage ich schon mal Tschüss und euch auch. Ciao. Und dann sehen wir uns zum nächsten.